Eine Tafel für Bedürftige in London, untergebracht in einer Kirche. Die Inflation nagt am Einkommen der Briten. Mit 5,4% war sie im Dezember so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und so verzeichnen die gemeinnützigen Tafeln einen regelrechten Ansturm von Menschen, deren Geld nicht mehr fürs Essen reicht. Es gibt Leute, die Jobs haben, die arbeiten, deren Lebenshaltungskosten so sehr gestiegen sind, dass ihre Einkommen nicht mithalten können. Es kommen auf jeden Fall mehr Leute mit Arbeit als bisher. Es gibt auch Leute, die ihren Job verloren haben, die wegen der Pandemie nicht wieder auf die Beine kommen. Und sogar mit Sozialleistungen schaffen es Leute, die vorher über die Runden gekommen sind, jetzt wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht mehr. Diese Tafel im ostenglischen Colchester hat im vergangenen Jahr 165 Tonnen Lebensmittel ausgegeben, genug für 17.000 Menschen. In diesem Jahr werden bis zu 20.000 Bedürftige erwartet. Die Spenden kommen zum größten Teil von Kunden in Supermärkten, die Lebensmittel an Sammelstellen abgeben. Einige der Klienten der Tafeln haben das früher auch getan, bevor sie selbst bedürftig wurden. Vor die Wahl gestellt, sich zwischen Heizen und Essen zu entscheiden, überwinden sie ihre Scham. Ich glaube, es kommt alles zusammen. Der Brexit, die gestiegenen Strompreise, die Spritpreise und dann wird auch noch das Essen teurer. Also, das Essen ist ja nicht nur ein paar Pennies teurer geworden. Es sind 10, 20, 50 Pennies oder manchmal sogar ein Pfund mehr für einige Sachen. Es ist einfach sehr, sehr, sehr schwer im Augenblick. Im Jahr 2009 nutzten nach Angaben des Dachverbands etwa 26.000 Menschen in Großbritannien die Tafeln. Im vergangenen Jahr waren es etwa 100 Mal so viele.